Das Microsoft Surface 8 Pro hatte ich jetzt eine lange Zeit im Test und ich muss sagen, es hat mir wirklich zu bedenken gegeben. Am Anfang war ich skeptisch, wie gut das Surface 8 Pro tatsächlich ist und ich habe vieles in diesem Test gelernt. Zum Beispiel, dass nicht jedes Surface 8 Pro LTE-fähig ist, sondern man benötigt unbedingt eine Business-Variante. Aber was ich vom Surface 8 Pro halte und wie es sich im Test geschlagen hat, wirst du in diesem Video sehen. Aber das Ganze nach dem kurzen Intro und los geht's! Angefangen hat es eigentlich mit dem Installieren vom Betriebssystem. Standard läuft Windows 10 drauf und das hat mich erstmal 2 Stunden gekostet, um Windows 11 überhaupt auf den Microsoft Surface 8 zu bekommen. Wie das geht, habe ich in einem extra Video gezeigt. Aber der erste Punkt: Ist das Microsoft Surface 8 Pro tatsächlich ein Tablet und ein Laptop-Ersatz zugleich? Und da muss ich sagen, jein. Beziehungsweise ja, es ist ein ziemlich teurer Tablet-Ersatz. Mit 1750 Euro ist das eine Hausnummer und das schlägt alle anderen Konkurrenten, ob es Samsung ist oder Apple. 1700 Euro für nur ein Tablet wäre definitiv zu viel. Deswegen sage ich, nein, es ist kein Tablet-Ersatz per se, aber es ist auch zugleich ein Tablet. Und ich muss auch gleich vorab sagen, mit Windows 10 hat es gar keinen Spaß gemacht, das als Tablet zu benutzen. Mit Windows 11 war das Ganze nochmal ein Tick anders. Die Menüführung ist einfach intuitiver gestaltet. Man hat einfach ein besseres Gefühl, mit dem Touchscreen zu arbeiten. Zum anderen gehen wir auch auf den Aspekt ein, die Größe. 13 Zoll für ein Tablet ist schon groß. Es ist noch größer als das iPad Pro 12,9 Zoll, das ist ja ein 13 Zoll. Es ist nur ein bisschen größer, aber es ist auch etwas dicker. Nicht arg viel dicker, aber es ist auch noch schwieriger. Diese Aspekte kommen alle noch hinzu. Was ich gut finde, die Tastatur ist wirklich dünn, benötigt keinen externen Strom, wird vom Surface gezogen und ist mit einem Klack sofort einsatzbereit. Die Ausstattung ist beim Surface besser als bei einem Tablet, denn wir bekommen hier zweimal USB-C-Anschluss und einmal einen Ladeanschluss sowie nochmal einen Klinkenanschluss. Auf der oberen Seite sehen wir noch den Empfang für Wi-Fi oder beziehungsweise dann auch LTE. Das heißt, man kann problemlos laden und zugleich ein USB-C-Hub anschließen. Guter Einwand USB-C-Hub. Ja, ohne diesen kommt man nicht weit. Nur mit 2 USB-C-Anschlüssen ist es etwas schwierig. An der Seite finden wir die Lüftungsschlitze, die ziemlich gut arbeiten, beziehungsweise auch wenn sie volle Pulle laufen, dann ist das Ganze nicht ganz so laut, aber dennoch gut hörbar. So laut ist der Lüfter. Zum anderen, wenn das Surface 8 Pro mal richtig ackern muss, zum Beispiel bei Spiele, dann gehen die Lüfter auch ordentlich an. Man hört sie nicht zu stark, aber das Tablet, das Surface 8 Pro, geht wirklich in die Temperatur und man könnte hinten, glaube ich, sogar ein Spiegelei kochen. Und wenn die Lüfter dann mal laufen, dann zieht er auch dementsprechend mehr Akku, weil der Prozessor auch mehr leisten muss. Und das ist ein guter Stichwort, Akku. Die Akkulaufzeit. Ich habe bei meinem Unboxing gesagt, es steht und fällt mit der Akkulaufzeit. Und hier muss ich sagen, Microsoft hat hier wirklich vieles richtig gemacht mit dem Surface 8 Pro. Die Akkulaufzeit. Ich bin auf 6,5 Stunden Display on Time gekommen. Und das ist wirklich gut für ein Windows, Tablet, Laptop. Einfach nur klasse. Das ist dem geschuldet, weil der neue i7 Prozessor mehrere Effizienzkerne hat. Und wenn man nicht so aufwendige Sachen macht, dann benötigt er auch nicht so viel Leistung und somit spart er sich die ganzen starken Kerne auf, wenn wir ihn dann tatsächlich benötigen. Wenn wir den Prozessor dann auf eine Leistung bringen möchten, dann kommt er auch auf seine 3 GHz müssen sein und Turbo Boost nochmal 4,8. Das hält er allerdings nicht lange. Beim Zocken, wie gesagt, Overwatch, Valorant, habe ich getestet und gezockt. Läuft alles flüssig und problemlos. Hat mir wirklich Spaß gemacht, damit zu zocken, weil man hat einfach diesen Vorteil, man hat ein Windows-Tablet-Laptop
Man kann damit gut unterwegs zocken, auch größere Spiele, so wie Overwatch. Man ist nicht nur angewiesen auf die ganzen Android-Spiele. Thema Android. Microsoft hat gesagt, dass sie den App Store erweitert haben. Das haben sie, aber nur bedingt. Ich sag mal Netflix, Amazon, TikTok, Twitch und so weiter haben die Apps hinzugefügt. Ja, aber Spiele, zum Beispiel Clash Royale, Clash of Clans, andere Spiele sind nicht mit dabei. Hierzu müsst ihr BlueStacks herunterladen und wenn ihr BlueStacks dann heruntergeladen habt, dann könnt ihr dort über den Google Play Store natürlich alle anderen Android-Apps spielen. Ich habe zum Beispiel Clash of Clans gerne über BlueStacks gespielt und das hat auch wunderbar geklappt. Gehen wir mal aber auf die Rückseite von Microsoft Surface 8. Die Rückseite besteht aus Aluminium und hat hinten wieder diesen Klappmechanismus. Damit kann man den Blickwinkel perfekt einstellen. Gerade bei Hotels, bei kleinen Zocker-Sessions kann man es entweder runter, hoch oder beim Tippen immer perfekt anpassen. Das ist wirklich klasse. Und dann, wenn wir mal auf das Display gucken, sehen wir zwei Lautsprecher. Diese zwei Lautsprecher sind wirklich gut. Der Sound hört sich hervorragend an, die Bässe sind ausreichend. Vergleichbar ist das Ganze mit dem Samsung Galaxy S8 Plus und mit dem iPad Pro. Spielen alle in derselben Liga, was die Soundqualität angeht. Also hier wirklich ganz obere Klasse. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Transport. Wie kann man den Microsoft Surface transportieren? Ich hatte das Glück, beziehungsweise die meisten werden sich das Surface mit der Tastatur kaufen. Und wenn man sich das Ganze mit der Tastatur kauft, hat man gleichzeitig eine kleine Schutzhülle, damit es vor Kratzern, Schäden schützen kann. Und somit kann man es auch einfach mal in die Laptoptasche reinschmeißen und damit losziehen. Der Vorteil ist, die Tastatur ist wirklich dünn und der Stoff ist sehr angenehm. Dann sehen wir auch schon in der Tastatur den Microsoft Slim Pen 2. Und das ist mit Abstand der schlechteste Pencil Stick oder S-Pen, Slim Pen, was ich jemals getestet habe. Er ist wirklich schlecht. Das Schreibgefühl ist nicht besonders angenehm. Verglichen habe ich das Ganze mit dem S-Pen von Samsung und dem Pencil Stick von Apple. Zufrieden war ich mit dem Microsoft Surface absolut gar nicht. Wenn ich das Ganze benoten würde, würde ich dem Ganze eine 3 bis 4 oder vielleicht sogar eine 4 geben. Alle anderen würde ich bei einer 2 plus oder höher stufen. Einfach mal hier einen kleinen Vergleich, dass ihr wisst, auf was ihr euch einlässt. Der große Vorteil von so einem Microsoft Surface ist aber, dass man alle Programme in voller Version bekommt. Die ganzen Outlook, Word, PowerPoint, Excel. Diese Programme sind in der vollen Ausbaustufe auf dem Surface. Und das ist wirklich der größte Vorteil an einem Surface. Denn man kann hier die Programme komplett auslasten. Natürlich gibt es die meisten Apps auch für ein Tablet, aber diese sind in ihre Funktion etwas eingeschränkt. So wie zum Beispiel die Diktierfunktion auf der App, habe ich bisher nicht gefunden, aber diese funktioniert auf Word nicht. Auf einem herkömmlichen, also ich sage mal auf dem Surface, gar kein Problem. So wie diesen Text. Den habe ich hier einfach frei reingesprochen. Das hat alles wirklich gut funktioniert. Das ist wirklich der größte Vorteil. Machen wir aber nochmal einen kleinen Absacker zur Tastatur. Das Schreibgefühl ist einfach hervorragend. Ich finde es wirklich gut, würde es aber dennoch unterm Samsung Galaxy S8 Plus stufen. Denn hier ist die Tastatur mir etwas zu, ich würde nicht sagen, zu dünn, zu fein. Ja, ich finde die von Samsung zum Beispiel einfach besser und die von Apple ist ebenso, genauso gut. Deswegen hier würde ich auch von, wenn ich jetzt die drei Plätze vergeben würde, würde ich Apple 1, Samsung 2, Surface 3, was das Tastengefühl angeht. Jetzt kommen wir zum Trackpad. Das Trackpad spielt mit Apple auf einer Wellenlänge. Das Samsung Trackpad, das Keyboard von Samsung, ist nicht besonders gut, was Trackpad angeht. Es fühlt sich eher billig an. Hier bei Microsoft ist es wirklich sehr hochwertig und es hat wirklich Spaß gemacht, mit dem Trackpad zu arbeiten. Und ich hatte auch tatsächlich die meiste Zeit die Tastatur angeschlossen. Sprich, 70% habe ich das Surface im Laptop-Modus benutzt und 30% circa im Tablet-Modus. Einfach mal hier nochmal zum Vergleich. Jetzt würde mich brennend interessieren. Du schaust hier gerade das Video an. Abonniere erstmal meinen Kanal und dann schreib mal in die Kommentare, für was du das Surface 8 benutzen möchtest und ob du es eher als Tablet oder als Laptop
verwenden willst. Zur Leistung habe ich schon einige Worte verloren. Der i7-Prozessor mit der Verbindung mit 16 GB Arbeitsspeicher ist hier beim Surface wirklich hervorragend. Hier kann man problemlos Spiele spielen, Microsoft-Anwendungen durchballern. Dann kann man damit auch Videos schneiden über Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom. All diese Programme habe ich darauf getestet und sie liefen wirklich hervorragend. Das heißt, hier haben wir einfach eine gute Kompatibilität. Einmal der i7-Prozessor, zum anderen auch mit dem vollwertigen Windows 11 und alle Unterstützung. Das heißt, das ist wirklich eine geile Maschine, mit der man gut arbeiten kann, sehr gut unterwegs arbeiten kann. Gerade besonders unterwegs arbeiten sehe ich als Schwerpunkt. Und zur guten Leistung kommt auch das Display hier ins Spiel. Es ist zwar ein LC-Display, ich habe das gleiche mit dem AMOLED-Display von Samsung irgendwie verglichen. Ich fand aber irgendwie so das Warme vom LC-Display einfach einen Tick angenehmer bei Videos und Filme schauen. Natürlich ist beim OLED-Display die Schwarztöne nochmal viel besser. Dafür die Weißtöne beim LC-Display. Das heißt, das ist eigentlich so ein Hin und Her, was besser ist, was schlechter ist. Ja, kann man nicht sagen. OLED hat auch Nachteile, gerade bei starken Sonneneinstrahlen. Nichtsdestotrotz, ein gutes Display haben wir hier, das 120 Hertz besitzt. Hier muss ich aber noch dazu sagen, das beeinträchtigt auch zu 10% den Akku. Wenn ich hier kennengelernt habe, war es Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich Surface jetzt schon 8 Pro. Jahren mit Liebe an der alten Fliegenklatsche. Mich haben die großen Galaxy Tab S7 Plus. Ich übe nur selten, weil das Claire antört und dann wird sie ganz wuschig. What are you? Ich denke, das reicht, Schatz. Und zum Akku habe ich ja bereits schon einige Worte verloren. 6,5 Stunden Display on time. Aber ich habe gerne mal in der Mittagspause, sprich eine Stunde mal gern Overwatch gezockt. Und da ist halt die Prozentzahl von 100 auf 30 gefallen in einer Stunde. Da habe ich 3-4 Sessions gespielt und ja, kann man einfach sehen, hier geht die Leistung, nicht die Leistung, sondern die Batterieleistung weit runter. Spielt man jetzt nicht Overwatch, sondern geht eher auf den Tablet-Bereich, sprich BlueStacks oder man guckt Serien, Surfen und so weiter, 6,5 Stunden problemlos. Was das Thema Zugänglichkeit zum Surface angeht, sind wir hier gut aufgestellt. Denn entsperren können wir das Surface einmal mit PIN-Code oder Kennwort, aber auch mit einer Gesichtserkennung. Diese ist hier in der Kamera eingebaut und funktioniert auch wirklich gut bei Tag und bei Nacht. Auf einen Blick kann man schon sehen, dass wir hier zwei Mikrofons haben, hier die am Display angebracht sind. Der andere ist weiter links angebracht, sprich in der Anzahl kommen wir dann auf 3 Mikrofone. Das ist natürlich ein hervorragender Sound, gerade in Meetings und der Kombination mit der 5-Megapixel Frontkamera. Hier war ich auch wirklich sehr zufrieden, habe einige Meetings damit gehalten und alle waren sehr zufrieden mit der Qualität. Umso mehr ich auch. Die Rückkamera ist eine 10-Megapixel Kamera und kann in 4K 30 FPS aufnehmen. Allerdings sehe ich hier keinen Mehrwert davon, diese zu verwenden. Ich habe es mal für euch im Test gemacht, aber in der Realität würde ich das Ganze eher weniger benutzen. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Fazit. Das Fazit vom Surface 8 Pro ist auf keinen Fall ein Tablet-Ersatz. Denn dafür ist es schlicht und weg einfach zu teuer. Aber ein Tablet-Ersatz, ein Laptop-Ersatz ist es auf jeden Fall. Man hat hier alle Windows-Applikationen. Allerdings habe ich mich dazu entschieden, das Surface 8 Pro abzugeben. Und zwar, ich möchte das Ganze nicht als Tablet-Ersatz nehmen. Einmal, es ist mir ein bisschen zu teuer für einen Tablet-Ersatz. Aber der erste Punkt, ist das Microsoft Surface 8 Pro tatsächlich ein Tablet und ein Laptop-Ersatz zugleich? Und da muss ich sagen, jein. Beziehungsweise ja, es ist ein ziemlich teurer Tablet-Ersatz. Mit 1750 Euro ist das eine Hausnummer und das schlägt alle anderen Konkurrenten, ob es Samsung ist oder Apple. 1700 Euro für nur ein Tablet wäre definitiv zu viel. Deswegen sage ich, nein, es ist kein Tablet-Ersatz per se, aber es ist auch zugleich ein Tablet. Und ich muss auch gleich vorab sagen, mit Windows 10 hat es gar keinen Spaß gemacht, das als Tablet zu benutzen. Mit Windows 11 war das Ganze nochmal ein Tick anders.
Die Menüführung ist einfach intuitiver gestaltet. Man hat einfach ein besseres Gefühl, mit dem Touchscreen zu arbeiten. Zum anderen kriegt man für diesen Preis auch starke Notebooks. Und ja, ich fand es ein bisschen zu teuer, finde ich. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein Tablet und ein Laptop-Ersatz für Windows. Ich benutze ja hier im Hintergrund mein MacBook. Und ich bleibe weiterhin bei Tablets und bei Laptops, möchte diese erstmal nicht miteinander verbinden. Mich würde aber brennend interessieren, wie du dich dafür entscheiden würdest. Willst du es gerne nutzen als Laptop und als Tablet oder nur eins von beiden? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Mich würde es brennend interessieren. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, eine gute Zeit, bleib gesund. Ciao.